Marcells Blog. Das nächste Tutorial, was ich euch zeigen möchte, ist Fluffy auf Facebook. Da muss man so lustige kleine Viecher hin und her schieben und so weiter. Und ist im Prinzip ganz lustige Geschichte. Es gibt so einen Italiener, der hat auch schon dieses Diamond Dash Tool gemacht. Das ist an sich sehr, sehr cool. Und das gleiche gibt es auch für Fluffy. Sieht denn so aus. Nennt sich Fluffy Fossile. Ist im Prinzip ganz einfach. Ihr seht, bei mir jetzt steht die Zeit gerade. Sowas kann man mit der guten alten Cheat-O-Matic machen, die ich auch schon ein paar Mal ausprobiert habe. Aber im Prinzip ist es ganz einfach. Ihr setzt eure Koordinaten auf dieses ganze Ding drauf. Da guckt ihr, dass ihr da genau so ein Vieh aus... daneben geklickt, ich Depp. Ihr wählt eure Koordinaten aus bei diesen Dingen hier. So. Schön in die einzelnen Viecher rein. Ein bisschen weiter rüber. So. Viecher sind getrennt. Sehe ich so. Alles tutti. Ein Stückchen runter vielleicht noch. So. Koordinate sieht gut gewählt aus. Ein Stückchen vielleicht noch. So. Dann einmal mit der linken Maustaste bestätigen. Jetzt könnt ihr hier noch den Timer eingeben. Und worauf der da achten soll, könnt ihr zwischen Fluffy Bird und Fluffy Flash auswählen. Wir haben Fluffy Bird. Und dann klickt ihr einfach da oben auf... noch nicht auf Start. Ich muss erst den Speedtag hier rausnehmen. Also Speedtag raus. Die Zeit läuft weiter. Und dann hier oben einfach auf Start drücken. Und dann fängt das Vieh an, die Dinger selbstständig hin und her zu schieben, so wie sich das gehört. Ist das nicht schön? Das könnte ich so gut gar nicht. Da habe ich überhaupt kein Interesse dran. Das Ding setzt ja alles einfach um hier. Links, rechts, hoch, runter und so weiter. Ja, das ist ein bisschen verwurschtelt, aber das wird noch besser. Die Zeit ist auch schon relativ schwer. Ja. Das Ergebnis eben war schöner, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es schiebt sich alles so richtig mehr oder minder zurecht, bis es passt. Und dann haut es auch gleich die dicken Klopse raus. Ja, dann gibt es noch eine Geschichte, was natürlich ein bisschen ärgerlich ist. Ich habe jetzt noch ein Herzchen von zwei und man bekommt ja nur jede Viertelstunde ein neues Herzchen. Also ihr seht, das Ganze funktioniert schon. Ne? Also das Ding macht das an sich ganz, ganz gut und schiebt das so richtig schön so auseinander, sodass man da auch ordentlich Punkte bekommt und was weiß ich nicht was. Und achtet auch so ein bisschen drauf, was ihr gerade sammeln müsst und so weiter. Deswegen ist das eigentlich eine ganz, ganz schöne Geschichte. Andererseits, um das nochmal voranzustellen, ich habe im Hintergrund auch noch die Cheat-O-Matic laufen. Ich habe das noch nicht ausprobiert. Ich lasse mich aber mal überraschen, ob das Ganze funktioniert. Das werden wir danach ausprobieren, wenn das Ding hier zu Ende gelaufen ist. Dann sind ja bloß noch ein paar Sekunden. Ich habe natürlich ein bisschen gebraucht, um das Ganze auszuprobieren. Deswegen habe ich auch nur noch mit ein paar Sekunden gestartet. Aber das soll ja im Endeffekt nicht so das Problem sein. So, die Zeit ist rum. Mit Pause könnt ihr das ganze Ding wieder stoppen. So, ich habe 6 EP gekriegt. Und jetzt sagt mir das Ding, ich habe keine Leben mehr. Dann werden wir das jetzt mal ausprobieren, was passiert, wenn ich denn meinen Speedtag hier mal ein bisschen schneller schalte mit diesem Pack. Und sage Apply. Na, läuft die Zeit schneller? Ach so, da läuft noch hier dieses... Jetzt ist es in Pause. So, jetzt ist das gestoppt. Keine Klicks mehr. Dann gucken wir mal. Es läuft leider nicht wirklich viel schneller. Wir mal hier mit 20-facher Geschwindigkeit, ob das besser geht. 20-fache Geschwindigkeit läuft super. Seht ihr, wie schön die Uhr dort oben rast? Genau so muss das sein. Und wenn der durch ist, muss man hier keine Viertelstunde warten. Dann geht ja relativ flott und fix und flott und fix und flott und fix. Naja, annähernd bin ich mir noch nicht sicher, ob ich dabei wirklich Plus mache. Mit dem Google Chrome funktioniert das ja wahrscheinlich besser. Ich habe aber jetzt den Firefox genommen.
weil ich das damit auch mal ausprobieren wollte, aber nichts funktioniert. Wenn ihr euch fragt, wo kriege ich dieses Fluffy-Fossile her? Das Video ist groß genug. Ihr könnt alles lesen, was da drauf steht. Gibt es einfach mal bei Google ein. Das kann so schwierig nicht sein. Ich möchte keine 10.000 Fragen mehr haben. Bla bla bla. Warum? Ich finde das nicht. Jammer, 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 jammer. Wer cheaten will, muss auch was dafür tun. Also ganz so einfach ist es nicht immer. So, wir warten noch kurz, bis die Zeit heruntergelaufen ist. Ich bin mir allerdings sicher, dass das wesentlich schneller war. Ich glaube nicht, dass das 12 Minuten sind, wo ich hier schon quatsche. Das würde mich doch sehr, sehr wundern. Und wenn er uns dann noch das neue Herzchen da drauf macht, dann ist alles tutti. Aber das sollte er eigentlich auch tun. Warum auch nicht? Bei Diamond Dash funktioniert das schließlich auch. Übrigens funktioniert das Ding wirklich besser als Diamond Dash, muss ich ganz ehrlich sagen. Der rüttelt das Ganze doch schon richtig, richtig, richtig ordentlich durch. Ja, komm, jetzt zähl die Scheiße runter. Ich kurbel mir noch eine. Ich habe übrigens heute Frikadellen gemacht. Und war die lecker, du. Das kann sich kein Mensch vorstellen. Die waren richtig geil. Und so, jetzt habe ich hier gerade noch irgendwo meine Blättchen haben liegen. Da vorne. Jetzt habe ich mir mal ein Zigarettchen. So. Außerdem sehe ich gerade, dass die Lena das auch spielt. Dann sollte ich da vielleicht nicht so viel pfuschen. Und dann ist die wieder traurig, denn ich gewinne. Und die findet Cheaten ist gemein. Ich verstehe das gar nicht. Ich finde Cheaten völlig legitim. Ich nutze die Möglichkeiten, die das Spiel mir gibt, damit ich der Beste bin. Man kann Fluffy sogar vor Cash spielen. Das Game Duell steht oben drüber. Wer auf so beknackte Ideen kommt, weiß ich auch nicht. So. Läuft, läuft, läuft. Läuft. So, ihr habt gesehen, das Leben ist direkt draufgesprungen. Was, man kann das nur alle 20 Minuten einmal spielen? Boah, ist das ätzend. Da muss man schon fast so cheaten. Also, kurz zur Erklärung, wie das Ganze funktioniert. Ich habe es zwar schon beim anderen Tut erklärt. Es ist im Prinzip ganz einfach. Das hier nennt sich Cheat Engine. Ist ein ganz simples Programm. Hat hier einen Haken, wo Speedtech steht. Den nehmen wir jetzt erstmal raus, dann läuft die Zeit wieder ganz normal. So, über diesen kleinen Computer klickt ihr drauf. Und bei Firefox ist es dieser Plugin-Container. Ja, der steht direkt unter dem Firefox-Symbol. Den öffnet ihr, sagt Enable Speedtech. Und entweder könnt ihr die Uhrzeit da oben anhalten, indem ihr es auf 0 stellt, oder aber ihr lasst die doppelte Geschwindigkeit ablaufen. Das funktioniert schon sehr schön. Oder aber, so wie ich gerade, 20-fach hatte ich, glaube ich, aber 10-fach tut es auch. Und dann läuft das Ganze ein bisschen schneller runter und ihr habt schneller euer Leben wieder. Cheat Engine findet ihr auch über Google. Ihr könnt hier alles lesen. Das ist nicht schwer. Ich danke euch. Viel Spaß damit und danke fürs Zuschauen. Tschö, wa?